Neben mir sitzt Carlotta. Und Carlotta ist seit Anfang 2016 bei Amnesty in Freiburg aktiv. Und zwar in der Menschenrechtsbildungsgruppe. Wie ich erfahren habe, wird sie uns aber leider im Oktober schon wieder verlassen. Aber bei Amnesty will sie sich trotzdem weiterhin engagieren. Für das heutige Thema Todesstrafe hat sie sich über Weißrussland schlau gemacht. Carlotta, aus welchen Gründen führt Weißrussland weiterhin die Todesstrafe durch? Also in Weißrussland ist es so, dass wohl ein Großteil der Bevölkerung laut jetzt Umfragen einer Nichtregierungsorganisation der Strafreform International weiterhin die Todesstrafe befürwortet. Hier sind von etwa 64% die Rede, die immer noch eben die Todesstrafe unterstützen. Es ist eben auch so, dass die Behörden in Belarus, wie ja Weißrussland offiziell heißt, auch seit Jahren keine aktiven Versuche unternehmen, die Todesstrafe vollständig abzuschaffen. Viele Politiker vertreten außerdem die Meinung oder die Ansicht, dass man auf dem ehemaligen Gebiet der Sowjetunion nicht ohne die Todesstrafe auskommt und sind auch der Meinung, dass ihre Bürger eben die Todesstrafe als angemessene Antwort auf besonders schwere Verbrechen sehen. Und für welche Delikte gilt die Todesstrafe überhaupt? Also in Belarus kann man bei circa 14 Straftatbeständen die Todesstrafe bekommen oder sie kann verhängt werden. Davon gelten 12 in Friedenszeiten und 2 in Kriegszeiten. Und die Verhängung der Todesstrafe ist für keinen Straftatbestand zwingend vorgeschrieben, sondern liegt eigentlich immer im Ermessen des Gerichts. Und derzeit wird die Todesstrafe jedoch nur bei vorsätzlichem Mord unter erschwerenden Umständen verhängt. Es gibt aber auch ein paar Ausnahmen. Die Todesstrafe wird beispielsweise nicht bei Jugendlichen unter 18 Jahren verhängt. Auch nicht bei Männern, die zum Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung ihr 65. Lebensjahr vollendet haben. Seit 1994 dürfen keine Frauen mehr verurteilt werden. Außerdem sind geistig Beeinträchtigte auch ausgeschlossen. Und also meine nächste Frage wäre, wie viel ist denn so über Zahlen bezüglich Hinrichtungen bekannt? Ja, das ist ganz interessant, denn die Informationen über die Todesstrafe, die gelten in Belarus als Staatsgeheimnis. Und aus diesem Grund können weder verlässliche Zahlen über Daten der verlässliche Daten über die Anzahl der Todesurteile und Hinrichtungen noch die Identität der einzelnen Todeskandidaten geklärt werden. Und seit dem Zerfall der Sowjetunion im Jahre 1991, seitdem sind von etwa 400 Hinrichtungen die Rede. Ganz genau weiß man es aber eben nicht. Und wie sieht es dann mit den Gerichtsverfahren aus? Bekommen die Häftlinge Verfahren, die irgendwo nach internationalem Standard gestellt sind? Nein, auf keinen Fall. Also in Weißrussland weist das Justizsystem schon seit Jahren schwere Mängel auf. Und vor diesem Hintergrund wird dann eben die Todesstrafe angewendet. Und so steigt natürlich auch dann das Risiko, dass Unschuldige hingerichtet werden. Internationale Standards für faire Gerichtsverfahren werden dementsprechend also nicht eingehalten. Prozesse finden auch oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Geständnisse werden teilweise unter Folter erzwungen. Und die Rechtsmittel können vor dem obersten Gerichtshof, der in Minsk sitzt, also der Hauptstadt, und dieser Gerichtshof, der klagt die Straftäter eben meist an und verurteilt sie dann auch. Dort können Rechtsmittel eben auch nicht eingelegt werden. Und das heißt eben so viel, dass die Angeklagten oftmals der Zugang zur Berufung oder auch zu Beschwerdeverfahren verweigert wird. Seit 1999 besteht lediglich die Möglichkeit, dass der Präsident von Weißrussland die Todesstrafe im Fall eines Gnadengesuchs in eine lebenslange Haftstrafe umwandelt. Dies ist aber, soweit ich weiß oder soweit ich mich jetzt eben informiert habe, bisher nur ein einziges Mal eingetreten. Okay. Und wie ist es denn jetzt aktuell gerade die Situation in Weißrussland? Also wir von Amnesty wissen von mindestens 2 Verurteilungen zum Tode im Jahre 2015. Von denen wurde auch mindestens eine vollstreckt.
Und 2016 ist es so, dass wir von dem Fall von Gennadi Jakowitski Bescheid wissen. Dieser wurde am 5. Januar 2016 für schuldig erklärt, seine Partnerin ermordet zu haben. Und das Gericht verhängte dementsprechend die Todesstrafe. Dieses wurde dann am 4. April diesen Jahres vom Obersten Gerichtshof bestätigt. Wir haben aktuell keine Informationen, ob eben Herr Jakowitski noch lebt. Also es könnte auch sein, dass er bereits hingerichtet wurde. Diese Information haben wir leider nicht. Und was sind denn die Forderungen von Amnesty International? Also um nur einige Punkte zu nennen, Amnesty fordert natürlich, alle verhängten Todesurteile unverzüglich in langjährige Haftstrafen umzuwandeln und generell die Haftbedingungen zu verbessern, da diese wirklich katastrophal sind. Also wenn man mal Interesse hat, kann man sich wirklich im Internet mal darüber informieren und sich mal Bilder dazu angucken. Ferner fordert Amnesty auf, endlich ein Moratorium zu beschließen, welches auf die vollständige Abschaffung der Todesstrafe abzielt und besseren Zugang zu Informationen für die weißrussische Bevölkerung. Außerdem sollen Familienmitglieder und Anwälte endlich den Zugang zu den Inhaftierten bekommen. Denn diese sitzen nämlich meistens eben ohne Informationen in der Zelle. Es kann auch sein, dass sie jeden Tag abgeholt werden zu ihrer Hinrichtung. Niemand wird informiert über genaue Hinrichtungsdaten. Außerdem sollen die Angehörigen endlich die Möglichkeit haben, den Leichnam bzw. ja, jemanden abholen zu können. Also es ist so, dass wirklich die Inhaftierten, sollten sie hingerichtet werden, dann irgendwo verscharrt werden und die Angehörigen bekommen nicht mal die Informationen, wo genau, oder bekommen, haben auch kein Anrecht darauf, den Leichnam irgendwo selber zu bestatten. Okay, ja, also vielen Dank für das Interview, Carlotta. Es ist wirklich furchtbar, die Situation in Weißrussland.